Ja, moinsen, ihr Lieben. Ich bin gerade hier am Belaya. Belaya heute mal ganz anders. Belaya heute mal entspannt am Stippen hier. Schön auf zwei Routen. Und dann mal ganz entspannt gucken, ob ich hier nicht auf der Stippe die Lauben-Trophy ziehen kann. Vielleicht sogar noch eine Hasel-Trophy. Da wäre doch mal was. So, ja, wie gesagt, ihr Lieben, ich bin hier gerade am Belaya und da geht's heute mal nicht rasant mit dem Spinner auf Forellen, auf Döbel und natürlich auf Eschen, sondern eher auf die Kleinen. Ganz easy, ganz locker. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich nochmal eine dritte Route mit reinnehme. Aber da müsste ich mir vielleicht drei unterschiedliche Posen für dran tun. Schön entspannt hier auf Lauben. Vielleicht sogar auf Haseln. Und dann einfach mal gucken, was so geht. Guck mal, hier vorne, da sieht man schon, da ist schon wieder ein Fisch unten dran. Ein Rotauge oder so. Zack, auf der 1 ist auch schon wieder was dran. Und auch für das Gewässer Belaya gibt es ja so ein Fangbuch. So ein Trophäenfangbuch. Und ja, da muss man natürlich auch mal versuchen, diese Exotenfische sozusagen dann dafür zu fangen. Wenn man mal reinguckt hier. Wo haben wir das denn hier? Rangliste UL. Nee, wo haben wir das denn? Statistik hier. Trophäen. Und am Belaya gucken. Ja, da habe ich natürlich mit dem Kandidaten hier, mit dem YouTube-Account, habe ich da natürlich noch einiges zu erledigen. Ja, der Robin hatte einfach mal Bock. Mitten in der Nacht was in den Chat reinzuschreiben. Finde ich gut. Kann er mal machen. Also wenn ihr Bock habt, auf Twitch einfach so was in den Chat reinzuschreiben, nur zu, ey. Nicht schlecht. Wo waren wir? Ach ja, da haben wir nämlich die Laube hier drin und die Hasel haben wir hier drin. Rotauge habe ich zum Glück schon. Europäische Esche, Bachforelle und so, das geht ja alles über Spinning. Quappe auf Grund, Flusskrebs wäre auch noch was. Güster durchaus auch möglich mit der Stippe, Kaulbarsch natürlich auch. Also das kriegen wir schon irgendwie hin. Die will ich alle haben. Und die sollen natürlich auch alle Stück für Stück hier erstippt werden. Also die über Spinning gehen, die werde ich auch über Spinning holen. Dann allerdings natürlich hier mit diesem YouTube-Account mit den selbstgemachten Spinnern. Dafür brauche ich allerdings noch ein bisschen. Und dafür brauche ich auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen Kohle auf jeden Fall. Ne? Ich gehe da ja noch nicht rein. Erstmal ein bisschen weiter hochskillen. Und über das Stippen ein bisschen vorwärts kommen. Ich habe jetzt hier gerade die ganz frischen Stippen vom Weihnachtsmarkt, gerade aktuell. Hab gerade erfolgreich zwei Lauben verscheucht. Hast du gut gemacht, Alden. Weiter geht's. Die vom Weihnachtsmarkt, das sind diese Haselnussruten. Sensationelles Gerät. Wurfgewicht 3 bis 30 Gramm. 6,5 Kilo Tragfähigkeit. Und das Ganze für unter 90 Silber. Das sind schon wirklich vernünftige Dinger. 20er Haken habe ich hier an der einen Route und 22er Haken an der anderen. Da mal wieder schön geskillt. Das ist immer wichtig. Schön Skillpunkte machen. So. Ja, die Posen sind eingestellt hier. Oder der Köder präsentiert sich jetzt hier gerade auf 17 cm Tiefe. Schön entspannt. Und ich habe hier jeweils 3,5 Kilo Fluoro-Komplettschnur drauf. Fluorocarbon-Schnur. Ich habe noch nicht die Zange, um mir Vorfächer selber herzustellen. Jart, jetzt ist er gerade wieder ab. Das heißt, ich verwende jetzt einfach komplett, also Fluorocarbon-Komplettschnur. Geht auch sehr gut, man braucht kein extra Vorfach oder sowas, sondern einfach nur mit der Fluoroschnur. Gerade hier an der Stippe lübt das ganz gut. Ja. Und dann ist eigentlich schon der nächste Schritt.
Und ich hader die ganze Zeit damit. Ich würde ja gern mal an die Festung gehen damit. Aber ich habe so ein bisschen Schiss. Ich war jetzt die Tage nochmal ganz kurz an der Festung. Hab da ein bisschen rumprobiert. Hatte auch direkt wieder Amore dran und sowas. Ich habe da ja schon ein bisschen Schiss. Also, ich meine, andererseits muss man, glaube ich, das Risiko auch einfach eingehen. Wenn man schon mit der Stippe unterwegs ist, dann müsste ich aber echt gucken, dass ich mir Vorfächer dran klatsche, die weniger Tragfähigkeit haben als die Schnur. Und dann gehe ich halt das Risiko ein, dass alles, was, sagen wir mal jetzt hier im Bereich von 5 Kilo oder sowas, oder was mehr als 5 Kilo hat, oder an Power aufbringt, das Gewicht, es hängt ja auch immer mit der Zugkraft des Fisches zusammen und der Action, die der macht. Vielleicht reißt ja dann so eine 5 Kilo Schnur einfach mal durch. Und dann ist das nochmal so. Auf Aal hätte ich gerne schon mal rumprobiert. Schön mit der Stippe auf Aal. Aber das machen wir die Tage. Oder ich warte noch auf ein etwas härteres Setup. Wobei 6,5 Kilo, das sollte doch reichen, ne? Wenn ich einen Aal fange mit 6,5... Aber Aal ist auch so aggressiv, ne? Wie gesagt, ich hader die ganze Zeit schon damit, ob ich nicht mal auf Aal gehen soll. Oder ich hole mir erst noch andere Routen und dann auf Aal. Also ich würde mich ja entspannter damit tun, mit einer, sagen wir mal, so ein schönes 10, 11, 12 Kilo Setup an Stippe. Das wäre schon nicht schlecht. Irgendwas über 10 Kilo. Dementsprechend dann halt eine kleine Schnur da dran. 8 Kilo, 9 Kilo Schnur und dann wunderbar, zack, durchziehen. Und dann wunderbar, guck mal, wie sich die biegt, trotz allem, Alter. Der Haselstrauch, wie er sich am Biegen ist. Wo ist er jetzt hier, der? Wo ist er denn hin? Ah, da ist er noch. Zack, guck mal, oh, 1 Kilo. Dickes, fettes Rotauge, was geht denn, ey? Nicht schlecht. Rotauge, zack, und da geht's sofort weiter. Siehst du, ist doch ganz entspannt hier eigentlich, ne? Und ich finde es eigentlich ganz geil hier, weil die Flussgeschwindigkeit, die Fließgeschwindigkeit hier, die ist relativ langsam. Das ist gar nicht so ganz stressig. Trotzdem hat man hier dieses Treibangeln stehen. So ein bisschen treibt es vorwärts. Ich würde sogar fast sagen, es ist langsamer. Ja, oder genauso langsam wie am Volcho. Wenn man hier so ein bisschen auf Haseln gehen kann, beziehungsweise auf die Lauben gehen kann, ist das doch top. Mit der Hasel muss ich gleich mal gucken. Ich hatte hier schon mal jetzt den Caster probiert. Ich glaube, ich teste auch nochmal. Zuckmücke gehen in der Regel eher auch so Barsche und so drauf, aber testen wir auch mal. Jetzt mit so einem kleinen Haken. Wäre ja nicht schlecht, wenn da auch was geht. Achso, von den Koordinaten haben wir schon reingeguckt? Haben wir noch gar nicht, ne? Gucken wir mal eben rein. Hier oben bin ich. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Vor dem 2-Meter-Loch. Einfach hier auf 71,58. Und so, machen wir das nochmal runter hier. Und da ballern wir jetzt hier einfach mal raus. Zack. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Hier ist jetzt einmal der Mistwurm dran auf der dritten Route. Einfach mal testen, was so geht. Ist ja eh mal. Also jetzt gerade fürs Stippen und ich als Stippanfänger, da muss ich jetzt echt erstmal testen, an welchen Stellen geht was. Wo komme ich weit genug raus? Och, jetzt ist an beiden was dran. Jetzt ist an allen dreien was dran. Lecko funny, Alter. Aber das sieht mir hier schon nach einer ganz fetten Hasel aus. Jawohl. Schönes Ding, 66 Gramm. Hasel, sag ich schon wieder. Laube, Mann. Laube, Alten. Laube. Und zack. Und will er nicht. Laube, Alten. Aber Haseln will ich ja auch haben. Eigentlich wollte ich Haseln haben. So, jetzt ist hier die Reihenfolge 3-1-2. Da muss man erstmal wieder drauf klarkommen. Vielleicht sind die ganzen Schnüre komplett vertüdelt. Auf der 1 ist was, glaube ich. Ja. Ja, auf der 1 hat sich schon einer angekündigt. Auch zu sehen. Auf der 2 war auch einer. Und er hat es, oh, auch noch gehakt. Oh, der hat sogar Gewicht.
Schön. 3,5 Kilo Schnur. 3,5 Kilo Schnur ist tatsächlich nicht so verkehrt. Nicht ganz so weit, aber ich glaube, so von der Weite passt das ganz gut. Ja, härtere Schnur wäre natürlich, oder tragkräftigere Schnur wäre natürlich angenehmer, aber ich habe auch so ein bisschen Angst oder ein bisschen die Bedenken, dass es halt einfach dann zu dick wird von der Schnur. Ich meine, wir wollen ja hier kleine Fische fangen. Und da muss man ja nicht so riesen Dinger sich rausziehen, oder? Oh, jetzt wendet man jetzt. Doch, war die richtige. Uff. Ha. Und auch wieder die Lauben hier. So, Moog wie dat. So läuft das doch. Gar nicht schlecht. Ja, gar nicht schlecht. Tatsächlich, ey. Vor was? War das vor 2 Monaten? Vor 3 Monaten oder so? Wir hatten irgendwann mal hier auch einen Hasel. Alter! Kopf kaputt! Nennen. Lauben, Wettangeln und so hat alles gemacht. Also man kann tatsächlich hier auf die... Nee, es waren Haseln. Verdorrig. Nein, falsche Route. Oh, doch noch gehackt. Aber die Haseln sind gerade hier nicht mehr, ey. Aber wie gesagt, mit den Lauben ist es ganz okay. Frosch fehlt mir auch noch. Kann man hier Frosch fangen? Frosch werde ich schlecht. Das wäre doch was. Oh, jetzt hier. Ja. Zack, kleine Rotaugen. Ja, das passt doch alles im Großen und Ganzen. So kann ich mir das gut vorstellen. Jetzt ist die 3 schon wieder am Ende. Das ist, oh, jetzt ist die 1 runter. Die nehmen wir gleich beim zweiten Mal runter düppen. Na. Jetzt kommt sie gerade wieder hoch. Jetzt geht die 2 gerade. Oh Mann, Alter. Jetzt aber. Zack. Und direkt die 2 hinterher. Zack. Jawohl. Beide gehakt. So. Und jetzt kommt noch die 3. Zack. Alle 3 gehakt. Ja, Mann. Triple. So. Und jetzt nacheinander wieder hochziehen. Sehr gut, ey. Einfach zack gesehen, da tut sich was, sofort runtergezogen. Und wieder die Laube. Da kannst du auch hier richtig. Und da ist wieder auf der 1 war das. Nee, es war die 2. Nee, doch, war die 1. Ja, auf jeden Fall. Also bei so einer Sache hier, auf jeden Fall holt euch drei verschiedene Posen. Ich hab die. Ich glaube, ich hab die sogar noch an den anderen. An den anderen. Stippen habe ich hier sogar noch dran. Ist einfach leichter. Die 3 Posen, die ich sonst jetzt auch im letzten Video hatte mit dem Haselangeln, da hatte ich die 3 Posen einfach farblich sozusagen sortiert. Von hell nach dunkel. Komplett durcheinander jetzt. Von hell nach dunkel. Von 1 zu 3. Und dann, damit war das dann echt leicht zu erkennen. Und man konnte sich da auch immer wieder in Erinnerung zurückrufen, wie die jetzt sortiert waren und so. Also es passt dann schon ganz gut. So, das hier vorne müsste die 1 sein jetzt. Ja. Und gerade wieder losgelassen. Es ist immer tricky. Und ganz ehrlich, so für zwischendurch macht es auch immer wieder Bock. Aber ich weiß nicht, ob ich das ewig machen will. Ich freue mich schon darauf, wenn es dann irgendwann die großen gibt. Yes. Ich war heute mit einem großen Account noch ein bisschen an der Festung. Da laufen die Amure auch wieder wie wild an verschiedensten Stellen. Immer wieder Amure. Einser Haken auf Kartoffel. Zack, gehen die Dinger da rein, ey. 10 Kilo, 19 Kilo. Was nicht alles. Also richtig dicke Dinger. Da geht so einiges gerade. Also wenn ihr noch Bock habt auf ein paar dicke Brocken, dann natürlich eher eine Festung, ne? Aber das muss man hier auch mal abangeln. Und einfach mal zwischendurch probieren. Und wenn ihr hier gleich zufällig mal so eine
so eine Lauben-Trophy noch reinrasselt. Dann habe ich alles richtig gemacht. Dann war doch alles schön. Hat es sich gelohnt. Dann kann man den Fisch auch abhaken hier für den kleinen Account. Für den Stipper aller. So. Ja. Also wie gesagt, Fließgeschwindigkeit hier und so finde ich super, finde ich top. Lohnt sich. Wie das von der Kohle ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber ich meine, Lauben gehen in der Regel. Und man kann das Zeug natürlich auch einfach komplett dann verarbeiten zu Köderfischen. Und dann mit den Köderfischen auf Weißlachs oder auch so durchaus am Koori mal die Lauben mit reinwerfen. Wenn man schon Köderfischmontage hat, dann die Lauben mit rantüdeln und auf Koorski hoffen. Auch nicht schlecht. Eine gute Verwertung der Laube dann. Guck mal da, zack, gerade ist rausgeschmissen. Zuppelt direkt wieder. Na? Da. Ei, ei, ei. Guck mal hier sogar mit Schmackes hier. Schöner Giebel. Das war nix. So, und der nächste. Jawohl. Jawohl. Die Lauben. Guck mal, ist sogar einer dran. Und ich zuppel da einfach nur dran rum. 42 Gramm Laube, schönes Ding. Ja, das ist natürlich so eine Tagesaufgabe hier. Abends und nachts kann man das dann natürlich wieder knicken. Dann kann man dann hier auf Grundangeln. Vielleicht auch mit den kleinen Grundruten. Auf Nasen oder auf... Ja, Spinning in der Nacht ist jetzt auch nicht die große Erfüllung. Dann eher so auf Brassen und sowas alles in der Nacht, ne? Das lübt dann schon. So. Ja. So sieht das aus. So mache ich hier noch weiter. Schön entspannt ein bisschen stippen. Wobei, das artet schon bald in Stress aus. Aber noch geht es, ne? Ich meine, die Frequenz ist jetzt so mittelprächtig. Mit drei Routen, drei unterschiedliche Köder dran. Funktionieren irgendwie alle. Sind aber auch unterschiedliche Fischis hier. Ich glaube, am besten ist momentan noch die Made, ey. Das sieht noch echt am besten aus gerade. So, gucken wir mal eben rein, was die 32 Fische jetzt gebracht haben. 32 Fische in 20 Minuten. Ja. 500 Silber oder so werden das schon sein. Oder? Oh, guck mal hier. 28 Silber. Also nicht wirklich die Welt, ne? Nicht wirklich die Welt. Aber worum geht's? Es geht um eine gute Frequenz. Es geht um das Skillen. Also für mich geht's im Moment primär darum, dass ich das Posenangeln hochskille. Genau. 33, 9, 34. Ab 35 kommen die Bollos, die Bollomontage dann. Ja. Irgendwann in Richtung Doppelköder, das wird dann interessant. Oder diese Köder-Kombi. Puh, ist noch ein langer Weg dahin. Aber ich glaube, ab da wird es dann richtig interessant. Da kann man dann mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen interessanter die dicken Brocken rausziehen. So soll das dann sein. Deswegen, also weiter als stippen. Vielleicht noch zwischendurch ein paar Rekorde rausziehen. Und natürlich auch ein bisschen leveln. Irgendwann geht es auch hier mit dem Account natürlich dann zum Donetz. Da wird es auch nochmal richtig spannend. Ein sehr gutes Gewässer für kleine Fische. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber solange erstmal hier rumfischen oder am Windenbach. Da dann allerdings auf die Hasel. So, das war's für heute. Weitermachen, weiter stippen, noch ein paar entspannte Feiertage. Wir sehen uns in den nächsten Tagen, natürlich montags und mittwochs im Livestream. Freitag ist der erste, ne, Freitag nicht.
Aber ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder auch im Stream. Haut rein. Petri, zieht raus die dicken Brocken. Bis dahin. Tschüss.